Plus minus per Zufall bin ich auf dieses Foto hier gestoßen. Das ist ein Hang bei Baden-Baden, den ich kenne und den wir gleich noch erkunden werden heute. Aber dieses Bild ist von 1999 und kurz nach dem Orkantief Lothar entstanden. Lothar hat wahrscheinlich die größten Schäden in Süddeutschland, also Waldschäden, die es in Süddeutschland jemals gegeben hat, durch Stürme verursacht, soweit sich irgendjemand zurückerinnert. Wir können außerdem sagen, dass es mindestens in Süddeutschland zumindest der teuerste Sturm war, den es je gegeben hat, im Rahmen von Versicherungssummen beispielsweise, wenn man da mal gucken kann, was welcher Sturm da quasi wie viel gekostet hat. Und da kann man grob zusammenfassen, dass wir einen geschätzten Versicherungsschaden von etwa 6 Milliarden US-Dollar haben, der hier verursacht wurde. Das ist ähnlich wie Daria, wer sich daran noch erinnern möchte, da müsste man noch ein bisschen älter sein als ich, im Jahre 1990. Das dürfte einer der weltweit teuersten Versicherungsfälle gewesen sein. Übertroffen ist Lothar oder Daria noch von Hurricane Andrew 1992, der gar nicht groß in Deutschland schlimm war, aber Katharina 2005 kam dann auch wiederum ran, Harvey 2007, 2017 nochmal und bei uns in Deutschland konkret noch Kyrill, der eben auch nochmal ähnlich bis hin zu nochmal sogar ein bisschen höhere Schäden als Lothar verursacht hat, zumindest im deutschen Raum dann allerdings. Ja, das Ganze gab insgesamt 110 tote Leute durch den Sturm. Das waren weitestgehend Franzosen, die hatten nämlich das Problem, dass am Folgetag nochmal ein kleinerer Sturm die ohnehin schon kaputte Situation getroffen hat. Das war Sturm Martin. Vor allen Dingen in Südfrankreich hat er nochmal enorme Schäden verursacht. Und das muss man daher ein bisschen zusammenzählen, weil man nicht genau weiß, wer bei was ums Leben gekommen ist. Dadurch insgesamt 110 Menschen mit den Sturmereignissen um den zweiten Weihnachtsfeiertag 1999. In Baden-Württemberg wurden am Sturmtag 13 Menschen getötet, in der Schweiz nochmal 14. Hinterher gab es aber auch nochmal ein paar Tote bei den Aufräumarbeiten, weil wenn die Stämme, wie wir das hier auf diesem Bild so ein bisschen erahnen können, Mikado-artig übereinander liegen und untereinander liegen, logischerweise, wenn man da versucht, als unausgebildeter Forstwirt, also jemand, der nur so ein bisschen mit der Motorsäge quasi privat umgehen kann, da dran rumzusägen, dann hat man keine Ahnung, inwiefern die Stämme unter Spannung stehen. Auch ein ausgebildeter Forstwirt riskiert da Leib und Leben, wenn man an sowas dran rumsägt. Aber vor allen Dingen Privatwaldbesitzer, die es eben selber machen wollten, selber aufräumen wollten, sind da auch noch mal einige zu Tode gekommen, weil halt die Stämme unter Spannung stehen und dann sägst du rein, die Spannung entlädt sich explosionsartig, der Stamm federt zurück, trifft dich und das sind Kräfte, denen hat der menschliche Körper nichts entgegenzusetzen. Danach ist man im schlimmsten Fall wirklich, nicht nur im schlimmsten Fall, sondern wortwörtlich zermatscht. Und das ist tödlich. Ne? Da muss man gar nicht groß lange drüber diskutieren. Also wirklich ein wahrscheinlich schlimmster Sturm, den wir bei uns so hatten. Davor, vor Daria noch 1990, dürfte sonst nur der Märzorkan von 1876 vergleichbar sein, der auch sehr, sehr stark gewesen ist. Und ich hatte es ja schon gesagt, 2007 dann noch Orkan Kyrill, der hinterher nochmal enorme Schäden angerichtet hat. Ja, also damit wissen wir grob, wo wir uns befinden. Von den Zahlen her und im konkreten Fall hier bei Baden-Baden hat er etwa ein Drittel der Waldfläche, ein Drittel bis die Hälfte in Mitleidenschaft gezogen, ein Drittel komplett kahl gemacht, so wie hier zu sehen. Da stehen zwar jetzt noch zwei Buchen. Und das gibt es vereinzelt, dass da noch so ein ganzen paar Laubbäume das Ganze überstanden haben. Warum? Naja, da war halt Winter, als der Sturm fegte und diese Aufnahme dürfte dann logischerweise dann im Sommer danach aufgenommen sein, da die Buchen ja schon wieder Blätter tragen. Aber einige Aufräumarbeiten haben auch schon stattgefunden. Wenn man durch die zwei Buchen da durchguckt, sieht man dahinter ein paar Holzstämme an der Waldstraße liegen. Da hat man also auch schon einiges rausgezogen. Ganz abgeschlossen waren die Aufräumarbeiten hier aber noch nicht. In vielen Fällen sind die Hänge in diesem Zustand dann allerdings verblieben, weil noch mehr Aufräumen wäre zu teuer gewesen, war auch irgendwo nicht notwendig und man hat dann aus dieser Situation, wie wir sie jetzt hier sehen, versucht, das Beste zu machen. Und ja, was daraus geworden ist, das gucken wir uns jetzt vor Ort an.
Und damit hallo und herzlich willkommen, 24 Jahre in der Zukunft. Was hier gemacht wurde, ist eben durchaus nachzuhelfen, damit sich der Wald möglichst schnell wieder schließen möge. Spoiler, das hat er getan. Ja? Also hier sieht es wirklich so gut aus, wie man es nach so einem Großsturmereignis und einer vollständigen Vernichtung des stehenden Bestandes erwarten darf. Ne? Vollständig ist ein kleines bisschen mit Vorsicht zu genießen. Wir sehen auch auf dem Bild, das wir uns gerade angeguckt haben, dass es ganz vereinzelt noch so ein paar Laubbäume zu geben scheint, die noch halbwegs am Leben sind. Kleine Dinger. Und das ist tatsächlich so, dass wir hier hin und wieder in diesem Dickicht noch ein paar Buchen finden können. Das sind die, die ihr da hinten jetzt sehen könnt, die den Sturm überlebt haben. Krüppelig und mehr kaputt als lebendig, aber sie haben ihn überlebt. Und weil sie eben noch so klein waren und noch keine große Krone ausgebildet haben, konnten sie jetzt in den 24 Jahren, die vergangen sind, sehr viele neue Äste bilden und zu normalförmigen Buchen heranwachsen, die jetzt hier mit so die, ich sag mal, mächtigsten Bäume ausmachen. Mächtig im Sinne von, die haben am meisten Fläche, die sie überschirmen durch ihre vergleichsweise große Buchenkrone. Ja? Also das ist so ein bisschen ein Vorsturmrelikt, das man hier und da mal finden kann. Aber ansonsten ist jetzt im näheren Bereich bzw. im näheren Umfeld von demjenigen, der da durchläuft, auffällig, dass hier überall die Tenschen rumstehen. Ja, das ist die Weißtanne, fast jeder junge Baum, der hier ein Nadelbaum ist und hier unten im Unterholz rumsteht, ist eine Weißtanne. Unser Charakterbaum des Schwarzwaldes, nirgendwo so viel Weißtanne vorhanden wie eben hier im Schwarzwald. Und die hat die Gelegenheit genutzt und ist eine der Hauptbaumarten, die jetzt langsam, nach und nach, nach dem Sturm sich persönlich wieder durchsetzen bzw. zumindest mitbeteiligt sein werden an dem Wald, der sich jetzt langsam etabliert hat und noch ein bisschen weiter herausformen wird, was es dann später für einen Wald wird. Ne? Aber das ist jetzt eine von mehreren Flächen, die wir uns angucken wollen. Ich laufe jetzt hier mal ein wenig rum und dann schauen wir mal, welche verschiedenen Waldflächen es quasi gibt, die hier nach dem Sturm entstanden sind, wo sich welcher Baum durchgesetzt hat. Das ist auch durchaus unterschiedlich und wie sich das Ganze ein wenig entwickelt hat. Ich versuche mich dabei einigermaßen kurz zu fassen. Aber was wir auf jeden Fall noch angesprochen haben müssen, in fast allen Sturmbohrflächen hier in der Region finden wir diese Dinger. Das ist Plastik, das im Wald rumliegt. Und in absehbarer Zeit ist es nicht realistisch anzunehmen, dass das jetzt großartig jemand aufsammeln wird. Aber die waren damals, dachte man, notwendig, um eben hier ein paar vor allen Dingen Douglasien durchbringen zu können. Die hat man nämlich ergänzend hier reingepflanzt in den Hang. Das meiste, was wir hier heute sehen können, ist sogenannte Naturverjüngung. Das heißt, das sind Bäume, die von alleine gewachsen sind, einfach nach dem Sturm hier aufgekeimt und hochgewachsen sind, über die man sehr dankbar war, die man hier mit in das Konzept der Bewirtschaftung des Waldes integriert hat. Aber weil man eben zu diesem Zeitpunkt, 1999, noch nicht wusste, wie man mit solch gigantischen Kahlflächen umgeht. Das hat es bis zu diesem Zeitpunkt in diesem Ausmaß noch nicht gegeben. Die einzige Vorgehensweise, die bis dato etabliert war, wäre nochmal Fichtepflanzen gewesen. Aber da ja die Fichte Sturmopfer Nummer 1 gewesen ist und man auch schon zu dem Zeitpunkt begriffen hatte, zumindest hier im Land, dass nochmal Fichtepflanzen das Dämlichste wäre, was man überhaupt nur machen kann, hat man eben nicht nochmal Fichte gepflanzt. Aber man dachte damals, das ist heutzutage ein Stück weit widerlegt, aber das konnte man damals ja noch nicht wissen, wenn man es nicht wusste, ne? Dass eine Douglasie vielleicht eine gute Alternative sein könnte, weil die eine tiefgreifendere Wurzel als die Fichte ausbildet und hat daher in diesen Hang hier vereinzelt Douglasien eingepflanzt. Nicht allzu viele, das lag einfach an der fehlenden Manpower und am fehlenden Geld, dass man super viele hätte. Man hätte auch mehr gepflanzt, hätte man es können, aber wie gesagt, kein Geld und kein Personal, um das durchzusetzen, und dafür mussten die Douglasien, die dann gepflanzt wurden, da wollte man sich sicher sein, dass die auch durchkommen. Daher hat man diese Wuchshülsen bzw. Verbissschutzhülsen eingesetzt, damit eben die Douglasie in einem Miniaturtreibhaus, also wenn das Ding hier rund offen ist, dann ist das so eine Art Miniaturtreibhaus, wächst, ein bisschen schneller wächst und das Reh nicht rankommt, um nom 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 zu machen. Ja, und ob das letzten Endes notwendig war oder nicht, das kann man heute ganz schwer feststellen. Davon abgesehen, dass man damals
Ich hätte es auch so gemacht, unbedingt, allein um auf Nummer sicher zu gehen, dass sie mit Sicherheit auch ja neuer Wald durchkommt. Ja? Hinterher ist man immer schlauer, aber man muss ja die aus dem Wissen der Vergangenheit heraus die Maßnahmen der Vergangenheit beurteilen und nicht 24 Jahre später, wenn man sowieso weiß, wie es gekommen ist. Das ist ja einfach und billig, dann dahin zu gehen und zu sagen, die Dinger hätte es nicht gebraucht. Also man hat damit auf jeden Fall sichergestellt, dass zumindest die Douglasien hier einigermaßen durchkommen und ohne eben zu wissen, was hier sonst noch hätte durchkommen können, sicher zu wissen, weil nochmal, so große Kahlflächen gab es zu der Zeit zum allerersten Mal. Lothar war da wirklich die Premiere mit dem Ausmaß, in dem der hier gewütet hat. Und daher ist das durchaus zu rechtfertigen aus heutiger Sicht. Eines Tages werden die hoffentlich mal dann doch irgendwann eingesammelt, sei es durch irgendein Freiwilligenprojekt, das durch den Wald streift, und die alle einsammelt, die noch da sind. Das sind auch schon viel weniger geworden. Es sind immer mal wieder kleine Einsammelaktionen, wo es weniger werden. Aber noch ist leider damit zu rechnen, dass ein paar von den Teilen noch zu finden sein werden in den nächsten Jahren bis Jahrzehnten. So, und damit setze ich mich jetzt aber auch wirklich in Bewegung. Ich wollte den Verbissschutz noch einmal angesprochen haben. Und jetzt tappen wir hier einfach mal ein bisschen durch und gucken uns verschiedene Abschnitte des Waldes an, verschiedene Bäume, auf die man hier heute setzen kann. Das ist zum einen der Bergahorn. Der Bergahorn hat sich in den letzten Jahrzehnten eigentlich überall da etabliert, wo mal der Wald weg war. Und irgendwo in der Nähe irgendwie Bergahorne heißen sie eigentlich, rumgestanden sind. Und aus irgendwelchen Gründen zeigt er ein erheblich besseres Wachstum. Hauptfaktor dafür dürfte die anthropogene Stickstoffdüngung sein, dass wir überall den kompletten Planeten mit Stickoxiden aus dem Auspuff, aus dem Schornstein, aus irgendwelchen industriellen Verbrennungsprozessen die ganze Welt damit düngen sozusagen, weil das geht in die Luft, wird dann mit dem Regen ausgewaschen und überall, wo es hinregnet, also überall, landet dann eben dieser zusätzliche Stickstoff und von etwas mehr Stickstoffeintrag profitiert eben unter anderem der Bergahorn und kann sich dann konkurrenzkräftiger gegen andere Bäume durchsetzen, gegen die er normalerweise keine Chance hätte. Mag sein, dass das einer der Gründe ist, weshalb so ziemlich jede Kahlfläche, die wieder bewaldet ist oder sich wieder bewaldet hat, gerade bei natürlichen Wiederwaldungsprozessen immer Bergahorn in einer gewissen Menge zu finden ist. Die brauchen ein paar Jahre, bis sie sich etablieren. Und jetzt könnte man sagen, der hier sei 24. Ist er wahrscheinlich nicht, ist wahrscheinlich ein paar Jährchen jünger und hat eben, wie gesagt, ein paar Jahre gebraucht, um zu keimen und dann ein paar Jahre gebraucht, um eine vernünftige Größe zu erreichen und ist jetzt auf einem guten Weg, durchaus ein vernünftiger Baum zu werden. Das an der Qualität ist bei diesem einzelnen Exemplar zum Beispiel gar nicht mal so viel auszusetzen. Was man natürlich auch immer auf einer Kahlfläche erwarten darf, was wir auch hier immer mal wieder finden, ist die gute alte Birke als der Pionierbaum, der Pionier. Noch 20 Jahre vor Lothar war es noch gang und gäbe, völlig normal und niemand hat darüber nachgedacht, dass man die Birke weitestgehend aus dem Wald rausschneidet, weil sie wenig Ertrag liefert für den Platz, den sie letzten Endes einnimmt. Heute ist die Birke Hoffnungsträger, ich würde fast Nummer 1 sagen, das ist ein bisschen übertrieben, aber sehr weit oben in der Hoffnungsträgerstatistik, weil sie eben überall auf jeder Kahlfläche problemlos hochkommen kann, egal wie scheiße der Zustand nach dem Sturm auch ist. Die Birke hat eine realistische Chance, soweit irgendwo in der Nähe eine Birke schon bereitsteht und Samen produziert, die dann auf die Kahlfläche fallen, um mit daran beteiligt zu sein, so eine Kahlfläche wieder zuzumachen. Aber auch nur so lange, wie es eben dauert, bis die Fläche wieder zu ist. Das heißt, unsere Birke hier, das könnt ihr jetzt da oben so ein bisschen erkennen, ist tot. Das liegt schlicht und ergreifend daran, dass sich die anderen Bäume hier drumherum besser durchsetzen können im direkten Miteinander und auch gegeneinander, als dass so die Birke in der Lage ist. Sie mag die erste sein, sie ist aber auch die erste, die dann wieder geht, sobald sich Klimaxbaumarten, sogenannte, wie die Buche, der Bergahorn, die Tanne, die Douglasie und ähnliches angesiedelt haben. So, aber aus diesem ganzen Kraut und Rüben, wo ich jetzt gerade drin stehe, ja, da sind ein paar ganz nette Stämme dabei, aber auch wirklich nichts, mit dem man richtig Geld verdienen könnte. Und daher brauchen wir jetzt so langsam, 24 Jahre, auch nach einer finanziell furchtbaren Katastrophe für die zuständige Forstbehörde bzw. den zuständigen Waldbesitzer, was im konkreten Fall einfach die Stadt ist, braucht man ein Konzept, wie man denn jetzt hier Geld verdienen kann. Ja, und mit dem okayen Ahorn da hinten, den ich euch gerade gezeigt habe, der völlig in Ordnung ist,
geht, ist aber suboptimal, erheblich besser, und das sind die jüngsten Maßnahmen, die hier durchgeführt werden, ich stehe gerade drin, ist eine QD-Durchforstung. Ist zumindest eine sehr valide Möglichkeit, die man hier machen kann. Sicher nicht 100% unumstritten, es hätte auch andere Möglichkeiten gegeben. Für irgendeinen Plan muss man sich aber letzten Endes immer entscheiden, und der heißt hier QD-Durchforstung. Das bedeutet qualifizieren und dimensionieren. Und dieser Ahorn hier, das ist jetzt... Entschuldigung, auf den ersten Blick, ja, auf den zweiten Blick natürlich sofort klar, eine Edelkastanie und kein Ahorn, ne? Die hier sehr viel Platz bekommen hat. Guckt mal hoch. Ja, also die Krone steht inzwischen weitestgehend frei von allen Seiten, hat keine direkten Bedränger mehr, und wenn ich mich hier mal umdrehe, haben wir hier um mich herum auch keine nahestehenden Stämme. Das ist Absicht, weil hier einem Baum in jungen Jahren, maximal 24 Jahre alt, bereits sehr viel Platz zur Verfügung gestellt werden soll, auch für die Krone, um auf Individualbaumebene für diesen wunderbaren Stamm, ja, mit hervorragendem Kastanienholz optimalen Zuwachs zu bekommen. Ja. Das QD-Konzept, qualifizieren und dimensionieren, geht also von vergleichsweise wenigen Stämmen pro Fläche aus, dafür die besten Stämme super schnell dick. Und das ist was, was ein mögliches Zukunftswaldszenario durchaus sein kann für die nächsten Jahrzehnte, weil wir schnell Holz brauchen. Und wir brauchen vor allen Dingen schnell nicht irgendein Holz, wie zum Beispiel den Ahorn da hinten, den man bestenfalls, zum jetzigen Standpunkt, wäre das nur Brennholz, wenn man damit irgendwas machen wollte. Ja? Was wir brauchen, ist schnell ein Holz, das wir möglicherweise auch langfristig als Holzbauwerk irgendwo hinstellen können, womit langfristig Holz, also CO2, im Bauwerk gespeichert ist. Also das wird von nahezu eigentlich jedem, der sich mit dem Thema auskennt, bevorzugt, die bestmöglichste Verwendung für Holz. Und dafür braucht man eben richtig gute Qualitäten, und dafür braucht man Stämme, die freigestellt sind, wie unsere Edelkastanie hier. Ja, das mit dem Ahorn war schon peinlich, ne? Und die wächst jetzt wirklich sensationell, hat für ihr geringes Alter bereits jetzt schon einen enormen Durchmesser erreicht. Und jetzt muss man nur aufpassen, gerade bei der Edelkastanie, dass das Wachstum trotzdem gleichmäßig erfolgt, sonst wird es ringschädig. Bedeutet, die äußeren Jahrringe werden deutlich kleiner als die inneren, schnell gewachsenen Jahrringe. Und dann entsteht da so ein Bruch zwischen den engen äußeren Jahrringen und den weiten inneren. Und an der Stelle kann sich dann das Holz später quasi durchlösen sozusagen. Und wir kriegen also einen ringförmigen Riss entlang des Jahrrings durch den gesamten Stamm. Das würde natürlich die Holzqualität entwerten, weshalb man mit der Kastanie bei solchen Lichtraumdurchforstungen ein bisschen vorsichtig sein muss. Und das ist hier auch passiert. Das sieht jetzt vielleicht viel aus. Ich habe auch einen extremen Weitwinkel in der Kamera, muss man dazu sagen. Aber ist gerade noch genauso die richtige Menge an Platz, die man so einer Kastanie zur Verfügung stellen sollte, damit man einen guten Kompromiss zwischen Pfleglichkeit, Verträglichkeit und Zuwachsförderung des Eingriffs bekommt. Ja? QD-Durchforstung ist hier gesamt die Vorgehensweise am Hang. Ja, also überall, wo ich hier rumstapfe, ist das Mittel der das Mittel der Wahl. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich nicht auf die Fresse fliege, um hier eben vernünftige Bäume hinzukriegen, die dann auch was wert sind. Und ja, entsprechend immer mal wieder so einzelne Plätze wie dieser, wo sich bereits ein Baum herauskristallisiert ist, dass das ein sogenannter Zukunftsbaum ist, und der eine Baum, der hier später mal ein Haus oder ein ähnliches Konstrukt werden soll. Von den eben eingangs erwähnten Douglasien, die man hier zusätzlich gepflanzt hat, die wurden in Reihe gepflanzt, sind einige auch schon wieder weg, weil sie sich einfach nicht vernünftig entwickelt haben. Viele haben es aber eben auch geschafft und sehen dann so aus wie hier. Dass ich die hier unten jetzt so schön umarmen kann, ohne vom Ast gepiekt zu werden, liegt daran, dass man auch in der Frühzeit dieses Bestandes bereits angefangen hat in Reichhöhe. Also soweit jetzt zum Beispiel ich mit einer Säge reichen könnte, die Äste abzusägen, damit der Stamm hier unten, wenn er dann dicker wird, und das tut er, er astfrei dicker wird. Ne? Wären hier jetzt noch Äste dran, der Stamm würde dicker werden, würde der Ast wie ein Nagel sozusagen in das zusätzliche außen anwachsende Holz drinstecken, und das wollen wir nicht. Und stattdessen
kriegen wir hier jetzt jede 9 Zentimeter, den der Baum dicker wird, astfreies Holz so langsam hin, jetzt wo auch die letzten Asten haben nur noch ein bisschen zu erkennen sind. Und irgendwann sieht man dann gar keine Asten haben mehr und kriegt hier astfreies Holz. Man könnte auch noch mit der Stangensäge kommen und das Ding noch weiter oben wegsägen, um dann nochmal für mehr astfreies Holz zu sorgen. Müsste dann aber natürlich auch sagen, dass diese Douglasie hier der neue Z-Baum werden soll. Und ja, für den Status ist sie fast ein Hauch zu nah dran an der schönen Kastanie, die wir da hinten haben. Das ist nämlich auch so ein Problem. Hast du 2 tolle Bäume direkt nebeneinander, musst du trotzdem, obwohl sie beide toll sind, dich letzten Endes für einen entscheiden, weil du keine 2 tollen Bäume direkt nebeneinander groß kriegen kannst. Das geht nicht. Ne? Hinterm Ben taucht gleich, Ben vor Ort natürlich, taucht gleich dieses Bäumchen hier auf. Ich habe es ein bisschen rangezoomt. Ihr werdet es gleich im laufenden Beitrag noch sehen. Ich habe vergessen, es zu beschreiben. Hatte noch irgendwo dran gedacht unterwegs, aber dann ist es irgendwie weg gewesen. Ist ja auch egal, jetzt machen wir das so. Rückwirkend auf diesem Wege. Das da ist eine sogenannte Ringelung. Also das war jetzt nicht der Schwarzwaldbiber und auch kein böser Bushcrafter oder sonst was, sondern das ist tatsächlich eine forstliche Maßnahme, bei der man einen Baum umbringt, ohne ihn zu fällen. Der stirbt dann langsam ab, er stirbt auch sehr zuverlässig ab. Fällen bedeutet, der kann theoretisch wieder austreiben. Das kommt je nach Baumart mal mehr, mal weniger häufig vor und je nachdem wie jung sie ist. Junge Bäume treiben häufiger nochmal aus, alte Bäume irgendwann garantiert nicht mehr. Wie auch immer, jedenfalls, wenn man sie ringelt, also sprich die Rinde auf einer bequem erreichbaren Höhe über so etwa 40 cm Länge abzieht und das einmal kreisrum drumherum und das auch relativ tief ins Holz rein. Das hier ist also sehr professionell und sehr intensiv durchgeführt worden, damit sich das auch garantiert nicht mehr regeneriert. Bäume sind relativ widerstandsfähig. Man könnte meinen, jede kleine Ringelung bringt sie sofort um, aber teilweise ist es erstaunlich, wie viel sich da noch wieder regenerieren kann. Das möchte man hier nicht, deswegen schneidet man da relativ tief. Gemacht wird das mit so einer Art Ziehmesser. Hat man bestimmt schon mal gesehen, ein Ziehmesser, und will jetzt auch gar nicht weiter drauf reingehen. Das nennt man dann Ringeleisen im Fachbereich. Und ja, man kann das auch mit der Motorsäge theoretisch machen, dass man da einfach dann so hingeht. Aber das Praktische bei so einem Ringeleisen ist, das kannst du am Gürtel dabei haben. Eine Motorsäge, die musst du halt extra schleppen und musst vorhaben, sie zu benutzen. Und kann man nicht spontan einsetzen, ein Ringeleisen schon. Ja, Vorteil der Ringelung ist, dass die Baumleiche, also das Totholz, noch eine Weile erhalten bleibt. Das kann interessant sein für die Biodiversität des Waldes. Das kann vor allen Dingen aber auch für die Pfleglichkeit des Bestandes ein Thema sein, nämlich wenn man den Baum fällen könnte, ja, aber das Risiko bestände, dass der auf irgendwas drauf fällt, was wertvoll ist, was man nicht kaputt machen möchte. Oder die Tatsache, dass der dann als Baumleiche noch in der Gegend rumsteht, sorgt natürlich auch dafür, dass seine Krone, seine Zweige erstmal noch vorhanden sind, auch wenn sie kein Laub mehr haben, relativ bald kein Laub mehr haben, aber sie sind immer noch ein Abstandhalter sozusagen für die Bäume drumherum. Und dieser Bereich wächst nicht ganz so schnell zu. Sie werfen auch noch ein Minimum an Schatten, selbst ohne Laub in der Krone. Und damit entsteht keine Freifläche, sondern halt so ein Zwielichtbereich. Das ist hier ja durchaus der Fall. Hier ist es sehr hell für innerhalb des Waldes. Und unter anderem wurde das eben durch die Ringelung von ein paar Bäumen erreicht. Was jetzt im konkreten Fall hier exakt der Zweck der Ringelung gewesen ist, das kann ich euch so gar nicht sagen. Vermutlich wäre das ein Bedränger gewesen für einen Z-Baum, aber ich habe es mir jetzt hier nicht näher angeguckt. Daher muss diese allgemeine Erklärung einfach reichen, aber ich wollte es zumindest mal ein bisschen angesprochen haben. So, zurück zum Ben vor Ort. So, und was wir hier sonst noch sehen können, ist eben gerade in diesen Sturmwurfflächen stark mit Bodenbedeckung, weil eben der Primärwald, der hier ursprünglich aufgewachsen ist, da hinten sehen wir ihn jetzt nochmal, also ein Birkenwäldchen hier jetzt wieder mit lebendigen Birken, mit viel Bergahorn drin und so weiter und so fort, der ist prinzipiell wirtschaftlich jetzt nicht so interessant. Er hat erstmal den Hang gerettet und verhindert, dass hier an diesem Hang Erosion stattfindet im größeren Umfang, aber jetzt so langsam müssen wir halt auch auf diesen Flächen mal ein bisschen gucken, womit man Geld verdienen kann. Und das ist, wenn in der näheren Umgebung kein besonders wertvoller Baum rumsteht, eher schwierig. Und notfalls, wenn man halt wirklich ums Verrecken keinen besseren Baum hat, weil man halt natürlich nur mit dem arbeiten kann, was da ist, und es auch keinen Sinn macht, 20 Jahre später jetzt nochmal einen zu pflanzen,
unter Hoffnung, dass der dann irgendwann groß wird, da verliert man zu viel Zeit, muss man letzten Endes als den Baum der Wahl den Baum nehmen, den man halt kriegen kann und den besten, der verfügbar ist. Und das ist, im konkreten Fall der hier. Darum hat der auch einen gelben Strich. Und das ist jetzt wirklich ein Bergahorn. Der mag noch jung sein, aber das ist ein schöner Stamm. Der ist tadellos und der wird irgendwann auch dick werden. Und dann ist das hier unser Zukunftsbaum für diese Fläche. Ne? Man könnte theoretisch auch eine dicke Birke nehmen, nur sind die auch schon zu knorrig und werden kein vernünftiges Wertholz mehr erzeugen. Will man mit einer Birke Geld verdienen, muss die von Anfang an mehr oder weniger sehr schön gewachsen sein. Ansonsten ist sie aber immer dafür da, den Wald zu erhalten. Ja? Also Walderhalt Priorität A. Ist der Walderhalt gesichert, kommt Priorität B, nämlich die Erzeugung hochwertigen, wertvollen, langfristig verwertbaren Holzes ins Spiel. Ja? Und da befinden wir uns jetzt gerade. Und ihr seht, die Flächen, bei denen wirklich wenig an, ich sage es mal, Premiumbäumen steht, das ist das, wo ich jetzt hier durchlaufe. Trotzdem, wir haben wieder Wald. Also über den gesamten Hang war Priorität A Walderhalt oder Waldwiederherstellung, wenn man so möchte, enorm erfolgreich. Es gibt hier keine einzige Freifläche, die wirklich eine Freifläche wäre. Und mindestens dieser Halbschatten, in dem ich jetzt gerade unterwegs bin, den haben wir auf der gesamten Fläche. Übrigens die schönen Blumen hier, die hier immer stehen, das ist der rote Fingerhut. Tödlich giftig, nur damit ich es kurz erwähnt habe, nicht reinbeißen. Typische Begleitpflanze von Sturmwürfen ist danach noch einige Jahre, in diesem Fall hier 24, anzutreffen. Aber manchmal auch Jahrzehnte. Aber irgendwann ist der Wald dann wieder so weit zugewachsen und so dicht geworden, dass dann auch für den Fingerhut die Zeit vorbei ist und er weichen muss. Und sein Samen hier im Boden überdauern wird für lange, lange, lange Zeit, bis eines Tages, gut für den Fingerhut, schlecht für den Rest vom Wald, der nächste Sturm kommt und dass der Wald wieder weg ist und wieder mehr Licht auf dem Boden, beziehungsweise sehr viel Licht auf dem Boden gelangt und damit der ganze Kram wieder von vorne losgeht, den wir jetzt hier gerade sehen können. Also nochmal, ich möchte betonen, dass hier ist ein absolutes Erfolgsbeispiel für eine enorm erfolgreiche Wiederbewaldung nach Waldverlust. Das ist deswegen vor allen Dingen auch interessant, weil wir ja große Waldverluste überall im Harz beispielsweise derzeit leider sehen müssen und sehen können. Und wenn alles gut läuft und die Flächen gut gemanagt werden und die Konzepte, die man da anwendet, Erfolg haben, und davon gehe ich eigentlich aus, dann wird es in 24 Jahren im Harz möglicherweise ähnlich aussehen wie jetzt hier nach Lothar. Die Höhenlage ist ähnlich, Klima ist ein bisschen kälter im Harz, aber das ist ja nichts Schlechtes derzeit, überhaupt nicht. Und ja, also kommt darauf an, welchen Teil des Harzes. Der Harz ist zum Teil natürlich noch mal deutlich höher als das, wo wir hier jetzt sind, aber der Durchschnittsharz ist ungefähr auf der Höhenlage, wie ich jetzt hier unterwegs bin. Ja, und das Beste und Wertvollste, und damit möchten wir dann auch gleich schließen, was sich hier jetzt etabliert hat nach dem Sturm und eine hervorragende Idee vom damaligen wie noch heutigen, soweit ich weiß. Wobei, ich weiß nicht, ob er damals auch schon zuständig war, aber viele Förster, die heute noch hier ihr Wesen treiben, Unwesen will ich nicht sagen, ist alles hervorragend, ja. Aber sind damals beim Sturm hier eben auch schon zuständig gewesen. Und denen ist unter anderem zu verdanken, es war ein Gemeinschaftsprojekt, war nicht die Idee von einem Einzelnen, soweit ich das rekonstruieren darf und kann. Aber die Idee damals war, wir pflanzen in die Nähe vom Weg, da ist der Weg, gut zu erreichen für Pflegemaßnahmen, Kirschen, so wie diese hier. Kirsche ist eins der wertvollsten Hölzer, die wir in Deutschland so haben. Bringt Toppreise, ist auch wunderbar zu verwerten für alle möglichen schönen Objekte. Möbel, Kunst, tolle Tische, ja, sucht euch was aus. Und die Kirschen hier am Wegesrand, die auch viel Platz bekommen haben und schön freigestellt wurden, ihr seht, ich stehe in der Sonne, haben jetzt auch eine für Kirschenverhältnisse wirklich hervorragende Kronenentwicklung hinter sich, sind in den 24 Jahren ihrer Existenz extrem schnell, extrem dick geworden und ein wirkliches Paradebeispiel für Kirschholz-Wertholzproduktion. Das ist ein absolutes Prachtexemplar, wenn man bedenkt, wie jung die ist. Ja? Und wenn die jetzt noch älter wird und man weiterhin darauf achtet, dass sie schön viel astfreie Schaftlänge
zu bieten hat. Und da ist man jetzt schon bei einer sehr, sehr langen Länge. Dann gibt das hier alles Bestes, Kirschenwertholz. Und ja, gleich dann ein Stück weit die Löcher in der Kasse eines Waldbesitzers, der mit einem Großsturm Probleme hatte, wieder aus. Ja? Also insgesamt wirklich nur eine Erfolgsgeschichte. Es kann klappen, es muss nicht klappen. Wir haben leider auch Flächen nach Lothar, die heute nicht ganz so gut aussehen, sage ich jetzt mal. Es hat sich schon fast alles wieder bewaldet, bis auf ein paar extreme Südhänge, wo man wirklich hätte mehr pflanzen müssen, es aber versäumt hat. Einfach auch teilweise eben wegen Personalmangel, wegen Geldmangel. Und ja, hier war es sicher nicht falsch, ergänzend ein paar Douglasien gepflanzt zu haben. Es gibt noch ein paar andere Flächen, wo die Douglasien mehr zum Vorschein kommen. Ich habe jetzt einfach so ein beliebiges Stück rausgesucht. Wenn man hier noch weiter sucht, findet man auch noch mehr verschiedene Waldbilder. Aber für unsere Zwecke reicht das, glaube ich, an der Stelle auch schon. Und aber wirklich eine Erfolgsgeschichte. Dem Wald geht es hervorragend. Der kann jetzt auch nichts mehr verwüsten so schnell. Der ist jetzt erstmal stabilisiert sozusagen. Und mit seinen 24 Jahren sieht er für einen 24-Jährigen durchaus sehr, sehr gut aus. So, und das war's. Bedanke mich und hoffentlich insgesamt eine gute Nachricht. Ja? Muss nicht immer so aussehen. Es gibt durchaus Probleme im Wald, die will ich auch gar nicht kleinreden. Aber in diesem konkreten Fall hier ist alles bisher gut verlaufen. Sieht auch weiterhin gut aus. Hoffen wir das Beste. So, tschüss.